Ihr macht das jetzt super. Es geht einfach nur darum, dass die Konzentration bleibt. Achtest du darauf, du machst zu kleine Bewegungen mit der Maske. Komm etwas später, weil es wäre schöner, wenn du wirklich ganz gerade gehst. Man möchte ja, dass Menschen das sehen, dass sie spüren, was wir wollten, dass es auch eine Auseinandersetzung darüber gibt. Das ist ja irgendwie für mich der Sinn vom Theater machen. Dieser Donizetti ist mir, komischerweise habe ich schon mit dem viel zu tun gehabt, weil der wurde mir schon mal vor etwa 15 Jahren angeboten. Und da habe ich mich auch sehr mit beschäftigt und hatte es damals abgelehnt. Und jetzt, als ich es dann wieder hörte und wieder darüber nachdachte, dachte ich, das ist doch echt eine großartige Geschichte. Und diese Geschichte einer Frau, die sich einmal wehrt im Leben und das sehr radikal tut, was mir sehr gefällt. Und diesen Schritt, den genau herauszuarbeiten, aber auch die ganze Geschichte dieser Liebe und diese Wut, die in dieser Frau langsam wächst, zu zeigen, da habe ich gleich zugesagt. Ein bisschen der Romeo und Julia-Konflikt. Es gibt zwei Familien und die Tochter Lucia liebt den Sohn der anderen Familie, die verfeindet sind miteinander. Ihr Bruder möchte sie aber mit einem reichen Mann verheiraten, weil sie das Geld brauchen für die große Firma, für das Unternehmen. Sie willigt aufgrund von Intrigen ein in diese Hochzeit und in der Brautnacht bringt sie dann diesen nicht geliebten Mann um und endet im Wahnsinn. Und den eigentlich geliebten Mann, der bringt sich am Ende auch noch um. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es war ganz wichtig von Anfang an, eine realistische Aufstellung der Menschen zu zeigen oder in diesem Fall der Frauen zu zeigen. Das heißt, alle Altersklassen, alle Hintergründe, alle Nationalitäten. Spürt, dass etwas in Bewegung ist. Und sie ist aber noch allein in ihrem Haus und in ihrer Welt gefangen. Und das haben wir durch die Videobilder versucht einzufangen. Diese Frauen, die sich verbinden, die sich wehren, die in der Choreografie zeigen, dass sie Nein sagen. Da hatten wir immer wieder uns diese Bilder angeguckt von den Frauen in Südamerika, die eben diese große Bewegung gestartet haben. Der Vergewaltiger, der bist du? Und die da so große Flashmobs auf den Straßen gemacht haben. Das haben wir jetzt noch mal ein bisschen auf die Spitze getrieben und ein bisschen ausgedehnt. Und wir haben uns eine kleine Combo überlegt, die wir dann probieren können, an den verschiedenen Stellen abzufilmen für den Anfang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's good. Hallo, ich bin Dustin Klein, Tänzer und Choreograf aus München und bin
hier in Hamburg für Lucia di Lammermoor. Es gibt ganz viele unterschiedliche kleine Handzeichen, die einfach die Sprache unterstützen. Und ganz viele dieser Dinge sind mit in die Choreografie eingeflossen. Und zum Beispiel der Signature Move von Lucia oder eben auch in dem Video ist diese Sequenz. Und es bedeutet einfach, dass viele Leute, die zusammenkommen mit der gleichen Idee, werden getrennt von etwas Lästigem. Und diese ganze Sprache haben wir quasi auf die Spitze getrieben. Es muss schneller sein, die muss die Szene viel, viel schneller abholen. Ne? Und die Lichtstimmung muss viel schneller kommen. Ne? My name is Venera Gimadieva and I'm singing Lucia. I've sang a lot of Lucias actually. Maybe this is the eighth production in my life. And this one is more dramatic, I think, more like drama theater, because Amélie, she's drama director as well. But exactly in this production, maybe this acting during the singing, this is most difficult. Genau. And now come to the front. It would be great if you come to come, because then Katja could pass with you. Ne? Katja, du kannst mit ihr vorkommen. Jetzt guckst noch einen Moment zu, was macht sie denn jetzt für komisches Zeugs? Ne? Ja? But up, you could, like, I think you had an idea that you do the ending one like this. You did it here once, that you just did this ending. Mit Venera arbeite ich sehr daran, dass sie hat ja schon ein paar Mal die Lucia gesungen und sie singt sie ganz wunderbar. Und sie hat sie natürlich auch oft gesungen mit großen Gefühlen und viel Schmerz und viel auch positiven Verliebtsein und Emotionen. Und das ist ja auch alles richtig und auch wichtig für diese Oper. Aber ich glaube, es ist genauso wichtig, dass sie eine sehr starke Persönlichkeit ist. Christian Schmidt, der Bühnenbildner der Produktion Lucia di Lammermoor.
Bei Lucia di Lammermoor geht es ganz stark um einen Besitz. Es ist immer die Rede von diesem Schloss Ravenwood, um den sich mehrere Familien seit Generationen streiten. Und diesen Besitz darzustellen im Bühnenbild war mir ganz wichtig. Also es musste eine große Architektur irgendwo erfunden werden. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist eigentlich in der Oper fast 80% aller Szenen sind fast kammerspielartige Nahaufnahmen von sehr, sehr merkwürdigen zwischenmenschlichen Extremsituationen. Diesen Spagat zwischen einem großen Besitz und der Nahaufnahme, den wollten wir schaffen, und da hat uns eine Eigenheit der Hamburger Bühne geholfen. Diese Bühne kann nämlich sich quasi rampenparallel bewegen. Man kann eine große Architektur ganz fließend verschieben. So, jetzt kommst du auf den Moment, wo du weißt, merci, si, 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 ja. Gehst du einen Schritt auf ihn zu und du rennst nach vorne. Okay, und da gehst du auf deine Position. Wir haben dir eigentlich auch was hingeklebt. Schauen wir nochmal kurz, da kriegst du hier eine Position, wo dein Zeichen für dich ist. Du nimmst ihn und ja, genau. Und dann gehst du, guckst ihn einmal wütend an, diesen Volldeppen, und dann gehst du langsam, langsam mit Abstand von Heiko hinterm Heiko her. Diese beiden Kinder, also Enrico, Lucia, aber auch Edgardo, sind aufgewachsen in Feindschaften. Und sie haben auch nie gelernt, Feindschaften, ich sag mal, Konflikte zu lösen oder ja, einfach darüber zu reden. Sondern es wurde immer nur mit Mord gelöst, ein Konflikt, und mit Rache. Dieses Gefühl, dass man schon als Kind in solche Dinge hereinwächst und dann als Erwachsener aus diesen Mustern gar nicht raus kann, das war uns wichtig zu zeigen. Es ging immer darum, dass wir Orte suchen, wo die Frauen sich versammeln, die außerhalb dieser Innenwelt von Lucia sind. Elbtunnel hatten wir uns schon auch immer überlegt, weil uns wichtig war, dass wir diesen Tunnelblick, den die Lucia in der Wahnsinnsarie hat, dass man den vielleicht nochmal benutzt. Und dieser Elbtunnel ist natürlich sehr bekannt, aber er ist so, wie wir ihn verfremden und wie wir ihn drehen, bekommt er eben etwas von diesem Tunnelblick, wo sie plötzlich sich in ihre Realität flüchtet. Und da haben wir ihn dann nochmal benutzt.
Man möchte ja, dass Menschen das sehen, dass sie spüren, was wir wollten, dass es auch eine Auseinandersetzung darüber gibt, dass auch kontroverse Meinungen dazukommen. Das ist ja irgendwie für mich der Sinn vom Theatermachen und nicht, dass man es als Selbstzweck für sich selber macht, sondern ich möchte, dass darüber ein Austausch stattfindet. Kann man denn Lucia so erzählen? Was erzählt das vielleicht heute neu? Für mich ist das ein Austausch, der mir jetzt im letzten Jahr einfach ungemein gefehlt hat. Also heute ist Klavierhauptprobe, das ist immer der spannendste Moment, weil da zum ersten Mal alles zusammenkommt, also Kostüm, Maske, Licht, Video, alles zum ersten Mal zusammen und auch das erste Mal versuchen, Durchlauf zu machen, was heute besonders spannend ist, weil wir die Corona-Regeln nochmal überprüfen müssen und dann auch vielleicht deswegen unterbrechen müssen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Orchester. Was wünschst du dir für die Probe heute? Ach, das eigentlich immer nur, dass man es überlebt. Das ist immer der Moment, wo man eigentlich meistens sich schämt, weil noch so vieles nicht funktioniert und man irgendwie immer nur denkt, oh Gott, erst mal hinter mich bringen und dann wird gearbeitet und dann werden noch viele Dinge korrigiert. Muss noch weiter nach vorne kommen, der Mano. Bei Edgardo muss Giovanni alle drei vorne sein. Giovanni, Ben und Normano. Alle drei, schreibt auch Normano. Bei Edgardo, Giovanni vor, in die Mitte. Könnt ihr mal ausmachen? Stopp! Da ist irgendwas. Sorry, Venera, something happened, I don't know. Sorry, we have to go again. Sorry. Ja, jetzt geht's, ne? Hinten, aber. Und da. Sie brauchen das Geld, sie brauchen die Ehe, damit die Firma saniert werden kann. Sie brauchen die Lucia, sie wird in diese Hochzeit ja gezwungen und sie kämpft alleine um ihr Bestehen überhaupt in dieser Gesellschaft. Und es gibt auch nur Männer, deswegen haben wir auch so wahnsinnig viele Männer auf der Bühne. Thank you.
von vielen Seiten, viele Eindrücke, die man dann auch erstmal verdauen muss und auch sortieren muss. Was macht man daraus? Was sehe ich so? Was sehe ich vielleicht anders? Es ist immer nach so einer Probe, muss man erstmal alles sortieren und dann vielleicht mal eine Nacht schlafen und dann werden wir morgen nochmal weiterarbeiten. Finden Sie es jetzt besser, Rainer? Ja. Und Sula Tom, der Sula Tom war einfach ein paar Takte später. Ja, ne, Petra, das haben wir vorhin überlegt. Weil es immer zu früh ankommt und es ist auch zu hektisch, okay, der weil Beginn. Es wirkt jetzt so einfach so, ja. Sula, so fuck, so, okay. Ah, okay, ja, ist ja, eine ja. Idee. Okay. Mein Name ist Rainer Karlitschek. Ich bin für Lucia di Lammermoor als Dramaturg hier engagiert worden. Zunächst mal sehe ich meine Aufgabe als Dramaturg, dass der Regisseur oder die Regisseurin sich in dem Stoff und in dem, was sie auf die Bühne setzen will, sicher fühlt. Diese Lucia, die Frau, die unter die Räder der Männergesellschaft gerät, ihres Bruders und sie auch sich aus dem Schatten ihrer Geschichte, der Familiengeschichte nicht befreien kann. Und Amélie hat sich ganz stark daran gerieben, dass diese Figur sich nicht befreien kann. Und sie meinte, eigentlich will sie doch auch zeigen, dass diese Frau nicht alleine ist. Dass es ganz viele andere Frauen gibt und obwohl sie in diesem Stück die Befreiung nicht schafft, es trotzdem andere Wege geben soll und eigentlich für Frauen geben muss, aus dieser Umarmung der Männerwelt rauszukommen. Ich meine, wir sind es ja schon gewöhnt, im Fernsehen, überall, immer in Talkshows oder in politischen Gremien, ständig nur Männer, Männer, Männer. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir mit 15 Komparsen, also Kleindarstellern, Männern arbeiten, die Masken tragen, dass sie auch irgendwie dadurch auch eine Ähnlichkeit haben. Sie tragen ihre eigenen Gesichter nochmal vor sich selber. Und wir wollten eben zu zeigen, dass die Männer sich dann auch in diesen, ich sag mal, Machenschaften auch irgendwie ähneln. Okay, also, Thorsten, du musst ein bisschen klarer auf Enrico zukommen. Und Apo, kannst du gleichzeitig mit Thorsten reinkommen? Kommst du mal? Komm du auch mal kurz hier rein? Nur, dass ihr wisst, wir wollen heute jedes Bild einmal durchgehen. Von Anfang bis Ende, jedes Bild einmal, damit ihr noch auch mal ein bisschen eine Chronologie kriegt. Ich werde nach der Pause, will ich euch noch ein paar Sachen kurz zur Maske sagen oder zeigen. Es war schon gestern viel, viel besser, wie ihr mit Masken umgegangen seid, aber ich will euch dann noch gleich was zeigen, ja? Da willst du aber keine Worte abwechseln, ne? Wenn sie an euch vorbeigeht, eine kleine Bewegung, so wie vorhin. Einfach sehen, dann wird man auch wieder schauen. Mit der Maske, dann mit dem Körper. Da willst du aber keine gemeinsamen Wechsel, ne? Jetzt noch nicht, damit sich das dann gleich ein bisschen steigert. Ja. Wie die Kunst erkennt, ne? Helfen jetzt eher, ne? Dass sie so eine Ruhe reinkriegen. Ja. Die denken, wenn sie es machen, dann zieht es weniger Aufmerksamkeit. Das war das Gegenteil der Fall. Ne? Okay. Oh, ist das schön, anderen zu hören und nicht immer nur Männer. Wolfgang, achtest du darauf, du machst zu kleine Bewegungen mit der Maske. Wenn du ein bisschen weniger deinen Kopf hin und her bewegst und langsamer, wäre es besser.
Und grundsätzlich, wenn ihr miteinander redet, euch nur angucken, keine Kopfbewegung, nur ein kurzer Blick und dann geht's weiter. Okay, Anna, du machst das großartig, singst für alle Männer gleichzeitig. Dustin, jetzt wirkt es chaotisch, da müssten Sie eigentlich näher kommen. Ne? Der Anfang war super, aber dann wurde es immer chaotischer. Ja, das ist, wo sie betet, da sagt also sie... beim ersten Mal drehen, habe ich einen Moment, wo ich hier reache, ja. Dann steht sie auf, geht hier rüber, du folgst mir mit dem Kopf, dann mit dem Körper. Wenn sie die Männer wahrnimmt. Ja, ist immer gut, wenn du mit dem Kopf auch diese schrägen Bewegungen hast und dass aber die Maske immer wieder genau führt. Ne? Weil die Maske wird man immer drunter durchsehen, dass die immer deine Bewegung führt. Und der Kopf, dieses leicht schräge, ist sehr schön, als hättest du irgendwie Mitleid mit ihr. Und jetzt guck sie immer wieder an, dass immer dein Gesicht führt. Ja, das ist echt ein mega beeindruckender Ort. Sie haben ja hier ein riesiges Repertoire von, ich glaube, insgesamt sind es über 150 Stücke und der Großteil ist hier gelagert auf unzähligen Wägen. Also so viele Kulissen in einer riesen Halle und wie klug das so organisiert ist, ist der Wahnsinn hier. Also solche Funde findet man selten in Deutschland, das ist echt großartig. Ich mag besonders gern, dass da hinten dieses Licht reinfällt und dass dazwischen sie so einen schmalen Gang entlang gehen müssen. Das ist wie so eine Gratwanderung. Sie müssen da durch und kommen irgendwie ins Licht. Deswegen mag ich diesen Ort besonders gerne. I'm Giampaolo Bisanti, conductor, and I am the conductor of this new production of Lucia di Lammermoor at the Staatsoper Hamburg. Everybody in this opera house, from the staff to orchestra, choir, singers, and so on, are very hochmotiviert. And this is the gasoline, this is the fuel that is driving us towards the highest result for this Lucia. As for the choir, we placed the men and women in the loge, and so when they sing, I have to turn around and have a contact with them, conduct them with the orchestra behind. But the orchestra is so well trained that they can play by themselves without having the conductor in front of them. Thank you.
die Vorstellung, dass da keine ZuschauerInnen sind, ist für mich ganz, ganz kompliziert. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich glaube, auch für die SängerInnen ist es fast noch schwieriger als für eine Regisseurin, weil für die bedeutet der Abend, das Spiel vor den Zuschauern, ist das Wichtigste. Und es geht auch so um ein Gefühl. Ein Sänger möchte vor Zuschauern spielen und nicht vor leeren Plätzen. Also ich glaube, es ist echt überfällig, dass die Theater endlich wieder aufmachen dürfen. In der Interpretation oder in der Konzeption war für mich immer der wichtige Schritt, dass sie eben sich ermächtigt, dass sie diesen Mann umbringt in der Brautnacht und dass sie sich wehrt. Und dass ich auf diesen Schritt eigentlich den Fokus gelegt habe, das hat mir irgendwie die Oper sehr, sehr viel näher gebracht. Und natürlich hat sie Schuld auf sich geladen und natürlich sieht sie diese Leiche, die sie zwar nicht nur aus einem Effekt, sondern es ist eine Entscheidung, dass sie ihn umbringt, aber ich glaube, dass der Zustand, in dem sie dann kommt, ist eine Flucht vor dieser Welt und sie stellt sich vor, mit ihrem Geliebten zusammen zu sein, sie stellt sich vor, dass sie mit ihm wenigstens irgendwie in der Seele verbunden sein kann und möchte auch mit dieser Welt irgendwie abschließen, sie möchte da nicht mehr sein. Thank you.
Lucia ist auf der Bühne ganz alleine. Sie kämpft gegen die Übermacht der Männer und sie versucht, sich dagegen so gut sie kann zu wehren. Aber sie träumt schon von einer Zeit, wo vielleicht Frauen gemeinsam aufstehen und Widerstand leisten und auch gemeinsam stark sind. Ich wünsche mir natürlich, dass Frauen zusammenhalten, dass Frauen gemeinsam aufstehen, dass ein Widerstand entsteht. Und daher zeigen wir, dass diese Bewegung schon längst läuft.